Ja, ich begrüße Sie zu diesem Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung im Sommersemester 2020, das so ganz anders aussieht, als wir uns das alle vorgestellt haben. Ich muss mich zunächst mal entschuldigen, aufgrund der technischen Panne hat die Aufzeichnung im Hörsaal leider nicht geklappt und deshalb sehen Sie im Hintergrund jetzt mein unaufgeräumtes Arbeitszimmer. Mein unaufgeräumtes Homeoffice und ja, ich denke mal, das ist in diesen Tagen nicht so ganz ungewöhnlich. Mein Name ist Frank Wübbeling und ich komme aus dem Institut für angewandte Mathematik, Analysis und Numerik und vertrete dort die Fachrichtungen inverse Probleme und Bildverarbeitung, insbesondere medizinische Bildverarbeitung. Aus diesem Bereich möchte ich Ihnen heute auch etwas zeigen, und zwar Anwendungen der Analysis und wirklich der Analysis, so wie Sie sie kennen, in der medizinischen Bildverarbeitung. Dieser ganze Vortrag ist so konzipiert, dass Sie ihn mit Grundkenntnissen im Wesentlichen der Analysis 1 und Analysis 3 verstehen können. Und das bedeutet, ich werde häufig ein paar Sachen ein bisschen vereinfachen. Ich werde nicht alles beweisen. Diese Themen, die ich hier bespreche, sind typischerweise bei uns Inhalte der Vorlesungen, inverse Probleme und, wenn es dann angeboten wird, medizinische Bildverarbeitung. Da steht schon CT, MRI und Fourier-Transformation. Eines der wesentlichen Hilfsmittel, das wir uns anschauen werden, wird sein die Fourier-Transformierte, so wie Sie sie in der Analysis 3 kennengelernt haben. Und wir werden das anwenden auf die Computertomographie und die Magnetresonanztomographie. Zunächst mal hier eine kurze Zusammenfassung, worüber werden wir reden. Zunächst mal werde ich Sie nochmal erinnern, was ist die Fourier-Transformation, und ich werde noch so ein paar äquivalente Formulierungen einführen. Ich werde ganz kurz einmal sagen, was die Bedeutung der Fourier-Transformation in der Signal- und Bildverarbeitung ist. Dann werden wir uns zusammen anschauen die Magnetresonanztomographie, und wir werden sehen, dass tatsächlich die Fourier-Transformation exakt den Messprozess in der Magnetresonanztomographie beschreibt. Etwas anders ist es in der Computertomographie. Da ist die grundlegende Transformation die sogenannte Radon-Transformation. Auch da werden wir allerdings sehen, dass wir mit Hilfe der Fourier-Transformation sofort in der Lage sind, auch Bilder zu erzeugen. Und am Schluss werde ich mich ein bisschen darauf einlassen, Ihnen zu zeigen, was man denn sonst noch machen könnte und was aktuelle Forschungsrichtungen sind und auch, warum man sich für diese Sachen überhaupt noch interessiert. Zunächst mal, um ganz klar zu machen, wo wir hinwollen. Wir reden über Tomographie, und Tomographie, das ist sowas wie ein Schnittbild. Und genau das wollen wir auch. Wir wollen ein Schnittbild durch den Körper erzeugen. Wenn Sie sich hier mal so ein typisches CT-Links- und Magnetresonanzbild rechts anschauen, dann sieht das tatsächlich so aus, als hätte man meinen Körper in Höhe des Abdomens hier oben durchgeschnitten, abgehoben und dann tatsächlich einmal draufgeschaut und ein Foto gemacht. Natürlich ist das nicht wirklich passiert. Das heißt, es muss irgendwie auf mathematischem Wege erzeugt worden sein, und die Mathematik dahinter, die werden wir uns heute angucken. Insbesondere ist vielleicht gar nicht klar, hier vorne diese Bilder zeigen offensichtlich etwas, aber die offensichtliche Frage, die man auch stellt, ist, was bedeuten eigentlich die Farben da? Was bedeuten die Helligkeitsstufen? Wir sehen Kontraste, an denen können wir das Bild erkennen, aber was bedeutet das Ganze eigentlich, was wir da sehen? Und diese Sachen werden wir alle heute klären. Ich möchte starten, indem ich Sie erinnere an die Definition und an einige Eigenschaften der Fourier-Transformierten, so wie Sie sie im Rahmen der Vorlesung Analysis 3 kennengelernt haben. Zunächst mal, wir betrachten die Fourier-Transformierte direkt auf L2. Das heißt also, sei f eine L2-Funktion auf dem r hoch n, dann ist die Fourier-Transformierte wieder eine L2-Funktion auf dem r hoch n und definiert als Integral über r f von x e hoch minus i x xi dx, sofern dieses Integral existiert, andernfalls durch stetige Fortsetzung. Die interessanteste Eigenschaft für uns ist zunächst mal, diese Fourier-Transformation ist invertierbar, und alles, was man zur Inversion tun muss, ist, man muss dasselbe
Integral hier oben ausrechnen, nur in diesem Fall streicht man das Minuszeichen. Interessante Folgerung, sie hört sich trivial an. Falls die Fourier-Transformierte einer Funktion bekannt ist, so ist auch die Funktion bekannt. Ich muss nur die inverse Fourier-Transformation anwenden. Tatsächlich werden wir später immer hingehen und werden die Fourier-Transformierte von Funktionen berechnen und werden dann durch inverse Fourier-Transformation die tatsächliche Funktion ausrechnen, die uns eigentlich interessiert. Okay, was sind wichtige Eigenschaften, die wir heute noch brauchen? Zunächst mal die Faltung von zwei Funktionen, definiert als Integral über f von y, g von x minus y, dy. Die lässt sich darstellen mit Hilfe der Fourier-Transformation auf eine besonders einfache Art und Weise. Es gilt nämlich f Stern g Dach ist bis auf eine Konstante gleich f Dach mal g Dach. Das heißt, unter der Fourier-Transformation wird diese Faltung einfach zu einer Multiplikation. Andersrum wird unter der Fourier-Transformation auch die Ableitung zur Multiplikation mit einem Parameter. Das heißt also insbesondere für eindimensionale Funktionen, die Fourier-Transformierte von f' ist nichts anderes als xi mal die Fourier-Transformierte von f. Das ist deshalb eine interessante Eigenschaft, weil das etwa Differentialgleichungen zu algebraischen Gleichungen macht, die sich dadurch unter Umständen sehr viel einfacher lösen lassen. Mit Hilfe der Distributionstheorie können wir diese Fourier-Transformierte jetzt noch erweitern auf periodische Funktionen. Und es stellt sich heraus, die Fourier-Transformierte einer periodischen Funktion ist einfach die Fourier-Reihe, die Sie bereits in der Analysis 1 kennengelernt haben. Im Wesentlichen sagen die Sätze über die Fourier-Reihen, dass sich eine integrierbare Funktion f von x, zumindest im quadratischen Mittel, darstellen lässt als Linearkombination trigonometrischer Funktionen. Wir werden immer diese Darstellungen über die Funktionen e hoch ikx benutzen und die Fourier-Koeffizienten, gegeben durch dieses Integral, sind dabei leicht ausrechenbar. Diese Abbildung von f auf die Fourier-Koeffizienten fk nennen wir Fourier-Transformation periodischer Funktionen. Hier ist es jetzt für den einfachen Fall einfach mal eindimensional dargestellt. Natürlich geht das alles auch in höheren Dimensionen. Okay, jetzt können wir noch einen Schritt weiter gehen und können sagen, diese Funktion f hier, die wird auf dem Rechner im Allgemeinen repräsentieren, ein Signal, ein endliches aufgenommenes Signal oder vielleicht ein Bild. Und da werden wir erwarten, dass es nicht kontinuierlich bekannt, sondern es nur an einigen wenigen Stellen, an einigen wenigen äquidistanten Stellen bekannt. Was können wir dann tun? Naja, wir können nichts anderes machen, als statt dieses Integrals hier vorne einfach die Teilsumme hinzuschreiben, die Teilsumme mit Treppenfunktionen hinzuschreiben und das Fourier-Integral einfach durch Treppenfunktionen zu approximieren. Dadurch erhalten wir die diskrete Fourier-Transformation eines Integrals, die Ihnen vielleicht in der numerischen Analysis einmal untergekommen ist. Und das ist nun wirklich eine Abbildung vom r hoch n in den r hoch n. Auch diese ist wieder invertierbar. Auch hier müssen wir einfach nur oben im Exponenten ein Minuszeichen umdrehen. Und was sie besonders attraktiv macht für das Rechnen in der Bildverarbeitung, ist die diskrete Fourier-Transformation kann mithilfe der schnellen Fourier-Transformation extrem schnell ausgerechnet werden, was bei den großen Bildern, mit denen man es normalerweise zu tun hat, sehr wichtig ist. Wir wollen uns nun noch anschauen, wie man diese Fourier-Koeffizienten, die wir hier zum Beispiel für periodische Funktionen ausgerechnet haben, wie man die vernünftig interpretieren kann. Und zwar nochmal zur Erinnerung, die Fourier-Reihe konvergiert gegen die Funktion. Und ich habe das hier mal ausgerechnet für eine Rechteckfunktion. Und wir wissen schon, die Summe k gleich minus unendlich bis unendlich fk e hoch ikx würde gegen diese Rechteckfunktion konvergieren. Ich habe das hier mal als eine Partialsumme hingeschrieben von k gleich minus n bis n und wir erwarten natürlich, dass für immer größere werdendes n diese Approximation der Rechteckfunktion durch diese Partialsumme immer besser wird und das ist auch tatsächlich der Fall. Ich habe das hier mal für verschiedene Werte von n geplottet. Jetzt haben wir es gerade so, dass wir relativ wenige Fourier-Koeffizienten haben, es werden immer mehr und Sie sehen, das ist die Endfunktion.
Das heißt, wir bekommen hier praktisch eine, wir bekommen hier eine sehr gute Approximation. Auffällt hier aber, dass wir auch mit sehr wenigen Summanden, also nehmen wir von am Anfang mal an n gleich 3, dann haben wir hier nur 7 Summanden stehen, auch mit sehr wenigen Summanden bekommen wir tatsächlich schon eine relativ gute Approximation dieser Funktion, die hier vorne steht. Das heißt, man kann das Ganze so interpretieren, die Fourier-Koeffizienten, die kleinen Fourier-Koeffizienten, die erlauben es bereits, einen groben Überblick über die Funktion zu bekommen und die Details kommen dann später mit den hohen Fourier-Koeffizienten. Das wird vielleicht noch ein bisschen deutlicher, wenn ich auf diesen Rechteck da oben noch so eine kleine Spitze draufsetze. Und das habe ich hier gemacht, habe wieder die Fourier-Koeffizienten ausgerechnet. Natürlich ist klar, für n gleich unendlich bekommen wir unsere endgültige Funktion. Ja, und das ist hier diese Rechteckfunktion mit der kleinen Spitze oben drauf. Aber auch vorher sehen wir schon, naja, einmal ist die Rechteckfunktion natürlich wieder sichtbar, aber auch die Spitze ist relativ früh sichtbar, aber sie ist noch, die Breite ist noch unbekannt. Ja, das heißt also, dieses Detail, die Breite können wir tatsächlich erst bekommen, indem wir wirklich alle Fourier-Koeffizienten ausrechnen. Die Interpretation für uns ist, wenn wir nur einen groben Überblick über ein Bild, ein Signal oder eine Funktion haben wollen, dann reicht es einfach nur die niedrigen Fourier-Koeffizienten auszurechnen und die hohen, die tatsächlich dann die Details geben würden, das sind unter Umständen welche, die uns gar nicht interessieren. Okay, zusammenfassend, diese ganzen Fourier-Transformationen, die ich vorhin eingeführt habe, sind erstmal alle invertierbar. Tatsächlich genügen alle einem Faltungssatz und sie haben alle diese Interpretation der Fourier-Koeffizienten in Bezug auf die Auflösung, auf Details und auf groben Überblick. Und das wollen wir jetzt tatsächlich auch nutzen. Die bekannteste Anwendung dieser Interpretation ist die sogenannte MP3-Kodierung. Und ganz kurz, die Aufgabe ist, ein akustisches Signal entweder zu übertragen oder zu speichern und dabei möglichst viel Platz einzusparen. Die Idee dabei ist einfach, wir berechnen die Fourier-Transformierte des Signals, entscheiden, welche Fourier-Koeffizienten wichtig sind und welche nicht wichtig sind. Interessanterweise werden es interessant werden dabei natürlich insbesondere die Fourier-Koeffizienten kleiner Ordnung sein. Ja, die bekannteste Anwendung ist die sogenannte MP3-Kodierung. Die Idee ist, wir wollen ein Zeitsignal, zum Beispiel ein akustisches Zeitsignal, ein Musikstück, abspeichern und dabei möglichst viel Platz einsparen. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist, wir berechnen einfach die Fourier-Transformierte dieses Signals, entscheiden, welche Fourier-Koeffizienten wichtig sind, welche nicht wichtig sind, übertragen tatsächlich nur diese Fourier-Koeffizienten und speichern sie ab und anschließend wird das dann zum Wiedergeben, wird die inverse Fourier-Transformation durchgeführt und das Signal wird wieder zusammengesetzt. Das ist genau die Idee, die wir gerade gehabt haben. Und eine interessante Frage ist, wie kann so ein einfaches, dummes Endgerät wie ein MP3-Player eigentlich so etwas Kompliziertes wie eine inverse Fourier-Transformation durchführen? Und dahinter steckt dann natürlich eben auch die schnelle Fourier-Transformation. Mithilfe dieser Algorithmen ist es tatsächlich möglich, mit sehr, sehr wenig Aufwand und mit sehr wenig Hardware tatsächlich diese inverse Fourier-Transformation durchzuführen. Dasselbe kann ich nicht nur im Eindimensionalen machen, sondern ich kann es auch in höheren Dimensionen machen. Und da ist das Beispiel die sogenannte JPEG-Komprimierung. Ich gehe hier mal durch. Wir haben hier ein medizinisches Bild, also ich denke mal ein CT eines Gehirns. Und wir wollen auch dieses möglichst platzsparend abspeichern. Und auch hier könnte man so vorgehen wie vorhin. Das heißt also, wir berechnen die Fourier-Transformierte, die zweidimensionale Fourier-Transformierte hier dieses Bildes, entscheiden, welche Teile wichtig sind, welche Teile nicht wichtig sind und speichern nur diese Teile ab. Und Sie können jetzt hier sehen,
wenn ich zu wenige mitnehme, also hier sind jetzt nur sehr wenige Fourier-Koeffizienten tatsächlich gespeichert worden, wenn ich daraus versuche, durch inverse Fourier-Transformation mein Bild wieder zusammenzusetzen, ist es noch relativ schlecht. Je mehr Fourier-Koeffizienten ich erlaube, und umso besser wird am Ende tatsächlich mein Bild. Ja, dass das wirklich eine sehr effiziente Art der Bildspeicherung ist, können wir hier nochmal sehen. Ich habe hier auf der linken Seite ein Bild, das mit der Methode von gerade gespeichert wurde. Das heißt also, man hat Fourier-Transformationen gezogen, hat einige Koeffizienten nur abgespeichert, dann wieder inverse Fourier-Transformationen gemacht. Und auf der rechten Seite speichere ich das Bild konventionell ab. Das heißt einfach Bildpunkt für Bildpunkt. Okay, auf der linken Seite habe ich jetzt die Fourier-Koeffizienten mitgenommen, die diesem Teil des Bildes hier vorne entsprechen. Ja, das heißt also, ich habe jetzt statt dieser Bildpunkte habe ich die Fourier-Koeffizienten übertragen und aus diesen Fourier-Koeffizienten mein Bild zusammengesetzt. Das heißt also, im Speicher würde dieses Bild hier genauso viel Platz beanspruchen wie dieses hier vorne. Und Sie sehen, naja, bevor ich hier mal gerade die erste Zeile abgespeichert habe, liefert mir die Übertragung über die Interpretation über die Fourier-Koeffizienten bereits hier einen sehr groben Überblick über das Bild. Ich kann hier genauer werden und Sie sehen auch hier, je mehr Fourier-Koeffizienten ich mitnehme, umso besser wird das Bild. Und ich bin jetzt hier in einem Bereich, wo ich hier mal gerade so, naja, so ungefähr 10, 15, 20 Zeilen übertragen habe und konventionell abgespeichert habe, wenn ich statt dieses Abspeicherns tatsächlich die Fourier-Koeffizienten abspeichere, inverse Fourier-Transformation durchführe, bekomme ich hier schon fast das exakte Bild. Okay, gut, das heißt also, ich habe Sie hoffentlich überzeugt, dass das nützlich ist. Ja, also ein weiteres Beispiel für die Anwendung der Fourier-Transformation in der Bildverarbeitung, wollen wir uns die Entfaltung anschauen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen mit Ihrer Kamera ein Bild aufnehmen. Sie haben die Entfernung falsch eingestellt und das Bild ist unscharf geworden. Dann lässt sich die Unschärfe dieses Bildes tatsächlich durch eine Faltung beschreiben. Also sei F ein Bild, dann gibt es eine Unschärfefunktion G, sodass das tatsächlich aufgenommene Bild sich darstellt in der Form H gleich F gefaltet mit G. Das heißt, Sie haben in Wirklichkeit eine gefaltete Version von F aufgenommen und dieses Ding ist H, das ist das H. Die Frage, die man sich natürlich sofort stellt, ist, kann man diese Unschärfe aus dem Bild herausrechnen? Und unter der Voraussetzung, dass man die Unschärfefunktion kennt, dass man also weiß, wie falsch Sie Ihre Kamera eingestellt haben, kann man das tatsächlich, zumindest mal theoretisch, denn nach dem Faltungssatz gilt, H-Dach, also die Fourier-Transformierte unseres gemessenen Bildes, lässt sich darstellen als Konstante mal F-Dach, die Fourier-Transformierte des wahren Bildes, mal G-Dach, die Fourier-Transformierte der Unschärfefunktion. Kennen wir die Unschärfefunktion, so gilt natürlich F-Dach gleich H-Dach durch C mal G-Dach. Das heißt also, wir können mit den beiden bekannten Größen, H-Dach, das gemessene Bild, G-Dach, die Unschärfefunktion, die Fourier-Transformierte unseres echten Bildes ausrechnen und dann mit der inversen Fourier-Transformierten bekommen wir unser Bild zurück. Nun, ich sage, das ist theoretisch so, denn wo geht das natürlich schief? Naja, also in dem Augenblick, in dem G-Dach 0 wird, lässt sich natürlich diese Division gar nicht mehr durchführen. Und tatsächlich ist es so, sobald G-Dach klein wird, vom Betrag her, ist diese Division tatsächlich nicht mehr vernünftig durchführbar. Sie erzeugt dann große Fehler und so ist das in diesem Fall nicht wirklich durchführbar. Man muss sich ein bisschen was Besseres als das hier tatsächlich überlegen, aber es zeigt sehr schön, dass diese Sätze, die einfachen Sätze der Analysis 3, tatsächlich Anwendungen in der Bildverarbeitung finden, die dort wirklich Bilder verbessern.